Vieles hat die Kunstwelt schon gesehen. Aber sowas? Aha. Tennissocken, eine Trainingsjacke, Unterwäsche. Einfach mal so an die Wand gehängt? Aha. Diese Kunstwerke geben Rätsel auf. Also Stoff ist es nicht. Was glauben Sie, was das für Material ist? Nee, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht Baumwolle oder... Aber wenn es eine Socke aus Stoff ist, dann ist es bestimmt Viskose. Irgendwas Feines oder modal. Ich habe nur hier gerade gestanden und das von Weitem gesehen und habe gedacht, wieso hängen denn da Klamotten? Das ist Holz? Ach, da muss ich mal rangehen. Sensationell. Ich bin begeistert. Und es ist total abgefahren, wenn man sich dann auch diese Socken... Es ist so jung und es ist so modern und frisch. Ich bin ganz verliebt. Ganz verliebt. Wer hat diese Kunst gemacht? Die junge Münchnerin Jessie Strixner. Ein paar Wochen zuvor in ihrer Werkstatt. Manchmal stehe ich auch davor und denke mir so, okay, der Klotz wird jetzt eine Jacke. Spannend. Nee, aber genau. Also aus dem Stück Holz werde ich jetzt die Jacke schnitzen. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Kleidung. Mich interessieren die Kleidungsstücke, die eine Geschichte erzählen. Und deswegen gehe ich viel auf Flohmärkte oder ich schaue in den Kleiderschränken von meinen Eltern nach, ob die noch irgendwas von früher haben. Und wenn so ein Kleidungsstück ich in der Hand habe und ich das noch nie vorher gesehen habe und auf einmal verbinde ich trotzdem irgendwas damit, dann muss ich es auch meistens schnitzen, um es für die Ewigkeit festzuhalten. Dabei schnitzt sie die Kleidung nicht einfach nur nach, sondern verwandelt das Holz in etwas Neues. Na, ich versuche schon, so Geschichten und Emotionen zu wecken mit dem, was ich mache und auch die Illusion zu schaffen, dass es eben ein hartes Material ist und ich das aber so umforme, dass es komplett weich im besten Fall immer aussieht. Eigentlich wollte Jessie Strixner gar keine Holzbildhauerin werden, obwohl ihr das Talent in die Wiege gelegt wird. Ihr Vater ist renommierter Meister und Restaurator, Rainer Maria Strixner. Also du bist schuld an ihrem Job. Bedingt, ja klar, ist mein Beruf. Sie ist groß geworden in der Werkstatt. Sie hat es tagtäglich gesehen, was ich mache. Aber ob sie dann das auch machen sollte, habe ich eigentlich abgeraten. Weil du bist frei, das ist das Schöne. Immer selbstständig zu sein, ist schon was Schönes. Aber du musst ja schauen, wo du das Geld herbringst. Ich habe ja auch erst Grundschullehramt studiert. Auch so auf Rat des Papas. So, schau mal, Ferien, verbeamtet im besten Fall. Da dachte ich mir so, ja, wieso nicht, schauen wir mal. Und dann habe ich angefangen, dem Papa in der Werkstatt zu helfen, weil er wahnsinnig viel Arbeit gerade hatte. Und dann ist es mir erst gekommen, wie schön das ist, wenn man Ideen im Kopf hat und die einfach umsetzen kann. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich will das doch irgendwie mal lernen. Und was hat es noch von dir? Das Gesicht. Das Gesicht, ja. Da hat es nicht gerade so ein Riesenglück gehabt, aber... Man muss auch mal ein Pech haben im Leben. Ach, was soll das denn jetzt? Na ja, die Mama ist hübscher. Oh, schneidet ihr raus. Also nicht mit der Mama. Nee, die Mama ist hübscher als ich, meine ich. Aber ich schaue ja aus wie du. Ja. Philipp, was sagst du dazu? Ich finde, ich habe die schönste Frau der Welt. Ich finde, du bist wunderschön. Danke. Gerettet sind wir. Ja. Die passen gut zusammen? Die passen super zusammen, ja. Da haben sich zwei Ehrgeizlinge gefunden, die am liebsten Tag und Nacht schnitzen würden. Und das ist, die Einstellung musst du mal haben. Auf der Holzbildhauerschule haben sie sich kennengelernt. Philipp Lier war ein Jahrgang über ihr. Jeder hat seine eigene Handschrift. Aber sie inspirieren und unterstützen sich gegenseitig. Durch Philipp hat Jessie ihre Leidenschaft gefunden, mit der sie jetzt so erfolgreich ist. Die geniale Idee, aus Holz die Illusion von Kleidung zu erschaffen. Also das hatte echt einen coolen Moment irgendwie. Weil Jessie, die hatte nach der Ausbildung schon wirklich sehr viel Frust so mit dem ganzen Schnitzen. Weil die Ausbildung... Ja, hart war teilweise. Und Philipp fand es schade, dass ich dann nicht mehr den Holzbildhauerweg gehe.
ja, und dann hat er natürlich versucht, mich wieder da zu motivieren. Und ich weiß sogar noch, wir sind die Glänzestraße entlang gelaufen und ich dachte mir so, ich hau das jetzt mal mit den Klamotten raus und guck mal, was passiert. Ein schlauer Move von ihm. Natürlich meine Klamottenleidenschaft mit dem zu verbinden, mit dem ich eigentlich erstmal abgeschlossen habe. Und der meinte dann schon, ja, hast du nicht Lust, das auch in Holz umzusetzen? War ein cooler Moment. Hat mir gefallen. Ja. Also mit der Motorsäge, da sieht man dann am ersten Tag schon so, cool, ist eine Jacke. Und ganz viele sagen dann, jetzt bist du eh gleich fertig. Und man unterschätzt tatsächlich diese Feinheiten dann nochmal, jetzt die ganzen Falten rauszuarbeiten. Selbst wenn die Person, die davor steht, sich noch nie mit Falten auseinandergesetzt hat, man sieht sie ja täglich. Das heißt, unbewusst hat man immer ein Auge dafür. Und selbst wenn man nicht sagen könnte, die Falte ist falsch, würde man immer spüren, so, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist mit der Jacke nicht richtig. Deswegen ist es natürlich auch nochmal einfach konzentrationsmäßig auf einem hohen Level, dass man da nichts falsch macht. Dabei ist sie unter Zeitdruck, genauso wie Philipp. Alles ist schon bestellt von ihren Galerien und soll auf einer Kunstmesse in Hamburg gezeigt werden. Philipp arbeitet gerade an einer von seinem kleinen Neffen inspirierten Serie von Mini-Superhelden. Bis zur Messe ist noch viel zu tun. Aber nur mit ruhiger Hand wird es gut. Ihr seid total süß. Genau. Schön proper. Eine Woche später. Jessys Jacke ist fast fertig. Unermüdlich arbeitet sie in ihrer Werkstatt. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Messe. Jetzt steht ein großer Moment an. Der letzte Arbeitsschritt. Ich finde immer, durch die Farbe schaffe ich ja erst die Illusion, dass es eben kein Holz mehr ist. Und das ist natürlich so der Finishing Part. So, das ist das, was ich denke, okay, jetzt nur noch, es dauert auch mal ewig, aber nur noch anmalen und dann ist sie fertig, so die Jacke. Und das, da fiebert man ja die ganze Zeit hin beim Arbeiten. Ja, das ist schon schön. Schöner Moment. Also mitzuerleben, dass sie jetzt auf einmal groß rauskommt mit Sachen, wo ich es nie für möglich gehalten habe. Also wie sie das erste Gewand geschnitzt habe, habe ich mir gedacht, mein Jesse, schaut zwar nett aus, aber ob das einer kauft, weiß ich nicht. Ich weiß noch damals, als ich meinen ersten BH geschnitzt habe und der Papa da stand und wie er schon gesagt hat, so, na, ich weiß nicht, magst nicht lieber deine Figuren weitermachen, die sind viel schöner und besser. Und da war das natürlich für mich schon so, nee, Papa, also auch mal zu sagen so, nee, ich mach das jetzt nicht. Kannst du davon jetzt schon leben? Ja, also meinen Gastrojob konnte ich jetzt schon vor über einem Jahr habe ich gekündigt und seit über einem Jahr lebe ich komplett von meiner Kunst. Und so soll es auch sein und bitte bleiben. Ja, genau, aber klar, also es war ein mutiger Schritt für mich jetzt, zu sagen, okay, so das Sichere, wo auch meine Krankenversicherung gezahlt wird, wo alles safe ist, so sage ich, okay, ciao, es geht nicht mehr. Und sie macht sich ja schon langsam einen Namen. Und ich glaube, wenn man einen Namen hat, dann kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Jetzt ist sie brutal im Stress, sie muss ja bloß arbeiten. Und das ist das, was mir eigentlich nicht gefällt, weil sie hat keinen Urlaub, sie hat nichts, sie arbeitet Samstag, Sonntag, bloß, dass sie die Galerien befriedigen kann. Aber sie muss auch die Zeit ausnutzen, weil jetzt verdient sie Geld. Das weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich schätze, es dauert bei ihr lange, weil sie einfach wieder jeden Tag was Neues macht. Die sprüht vor Ideen. Ihr neues Lieblingsstück hat sogar ihr Vater nicht erkannt und ist aus Versehen draufgestiegen. Pappe mit einem Klebeband, das verführt direkt zum Draufsteigen und zum Wegwerfen. Ja, zum Glück hat er sich weggeworfen. Ja. Aber es ist ja nichts kaputt gegangen. Und besser kann es ja gar nicht sein, wenn meine Illusion
geklappt hat. Aber es ist Holz, also. Also hier kann alles geschnitzt sein. Man traut sich wirklich nichts mehr angreifen. Und dann würdest du sie wirklich verkaufen? Also die fällt mir tatsächlich extrem schwer. Ja, die hätte ich auch gern bei mir daheim. Aber es hilft nichts. Die Pappe muss mit nach Hamburg. Hier auf der Kunstmesse Affordable Art stellen 60 Galerien aus der ganzen Welt aus. Krasse Hallen. Also wenn man die sich jetzt anschaut, bäh, werden alle mit Kunst gefüllt. Wie cool ist das? 7000 Quadratmeter voller Kunst. So eine gewisse Nervosität, sich zurechtfinden. Alle sind irgendwie so, dieser Hype ist da so. B, C, A, die sind so nummeriert. Vor jeder Messe bin ich aufgeregt, klar. Man weiß nicht, was kommt. Man weiß noch gar nicht, wo man hin muss. Man muss erstmal alle suchen, finden, Kunstwerke heile an den Stand bringen und dann noch aufbauen, dass nichts runterfällt und dass es schick ausschaut. Hunderte Stunden Arbeit. Boxclubjacke, Tennissocken, große und kleine Pappe. Rote Spitzenunterwäsche, alles zum Glück heil angekommen. Aber längst noch nicht sicher an der Wand. Ich bin nur so nervös, wenn es um die eigenen Sachen geht. Da ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass es wieder runterfällt oder so. Da hat man dann so Ängste, die manchmal gar nicht gerechtfertigt sind. Die Kunst richtig in Szene setzen. Dabei helfen auch die Mitarbeiter ihrer Galerie, eine Amsterdamer Galerie, die sich auf dem internationalen Kunstmarkt bekannt macht. Und schon kommen die ersten Reaktionen von Künstlerkollegen. Großartig, die Pappe. Großartig. Also endlich, das ist endlich sehr verwirkt. Mutig. Was kostet denn die Pappe? 2,9, glaube ich. 2.900, ja. Alles aus Holz geschnitzt, ja. Alles aus einem Stück. Jetzt sucht auch Philipp auf dem Stand seiner Hamburger Galerie ein paar Meter weiter den richtigen Platz für seine Kunst. Seine Figuren und Superhelden. Da fällt ein Stein von einem ab, wenn man tagelang, wochenlang an den Arbeiten gearbeitet hat. Und jetzt ist es einfach, dafür hat man gearbeitet, dass sie jetzt da hängen können. Weil da gehören sie ja hin. Und dann ist es soweit. Die Kunstliebhaber und potenziellen Käufer werden eingelassen. Jetzt setzt man sich ja auch einer gewissen Bewertung aus. Der Blick von außen kommt jetzt dazu. Und das ist ein spannender Moment. Könnte das sein, dass jetzt wirklich was verkauft wird, schon heute Abend? Könnte sein, klar. Also es könnte sein, ja. I think the jacket will go first. I don't know why. Ich glaube, die Jacke geht zuerst weg. Ich weiß nicht warum. Bei der Pappe dürfte es schwieriger werden. It's less easy. Die ist nicht so gefällig und die Leute wollen es gern einfach. Yeah. Wir werden sehen. Vielleicht liege ich auch total falsch und Deutschland tickt anders. Maybe Germany is different. So I don't know. Liegt Galeriemitarbeiterin Laura Fortein richtig? Das Stück hier, das rechte, hätte ich nach dem Umzug weggeschmissen. Aber hier finde ich es fantastisch gemacht. Die Jacke, also die Preise stehen immer seitlich. Die Jacke ist jetzt bei 4.500. Ich finde die Unterwäsche sehr cool. Also die sind super. Gerade wenn man so ein bisschen von weit guckt, die sehen natürlich aus, als wenn dort eine Unterhose hängt. Ja, doch. Also in der Preislage könnte man ja schon überlegen. Ne? Auf der Messe werden schon die ersten Kunstwerke mit nach Hause genommen. Auch bei Philipp Lier gibt es viele Kaufinteressierte und Bewunderer. Ja, das ist auch süß. Zurück bei Jessie Strixner, dann die Überraschung. Der erste Käufer entscheidet sich für. Ich würde die Wellpappe mitnehmen wollen, die kleine. Sehr gerne, da freue ich mich. Wenn die schon verkauft ist. Yeah. Can you wrap it? Ja. Yeah. Kriegt meine Frau zu Weihnachten, genau. Kriegt ein Stück Pappe? Genau. Warum fanden Sie die jetzt am besten? Ich fand sie nicht am besten, aber das kann man mal so mitnehmen. Genau. Eine kleine Arbeit zum Mitnehmen, genau. Ah, okay. This and this is okay. Sie wohnen in München? Nee, ich wohne in Hamburg. Okay, aber Sie kommen aus Bayern? Ich komme aus Erlangen, ich bin Franke, genau. Ja, das war witzig, weil wir am Anfang gerade gesagt haben, dass die Pappe vielleicht schwieriger sein könnte als manche anderen Sachen.
tada, ist doch anders. Ich weiß nie, was kommt. Das ist das Spannende an Messen. Am nächsten Morgen wird die Jacke verkauft. Und die Unterwäsche. Und die Tennissocken. Und auch Philipps Superhelden finden begeisterte neue Besitzer.